Caroline. Kannst du bitte die neue Mitarbeiterin zu mir ins Büro rufen? Caroline. Kannst du bitte die neue Mitarbeiterin zu mir ins Büro rufen? Mache ich sofort. Mache ich sofort. Und sie soll ihren Laptop mitbringen, damit wir die Einzelheiten über die neue Partnerfirma besprechen können. Und sie soll ihren Laptop mitbringen, damit wir die Einzelheiten über die neue Partnerfirma besprechen können. Wird gemacht. Sonst noch etwas? Wird gemacht. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das wäre alles. Nein, danke. Das wäre alles. Frau Müller, der Direktor möchte Sie sprechen. Bitte melden Sie sich bei ihm im Büro und nehmen Sie Ihren Laptop mit. Frau Müller, der Direktor möchte Sie sprechen. Bitte melden Sie sich bei ihm im Büro und nehmen Sie Ihren Laptop mit. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Herr Direktor, Frau Müller ist da. Herr Direktor, Frau Müller ist da. Sie soll ruhig reinkommen. Sie soll ruhig reinkommen. Guten Tag, Herr Direktor. Ich habe hier den Bericht über die neue Partnerfirma. Guten Tag, Herr Direktor. Ich habe hier den Bericht über die neue Partnerfirma. Danke Ihnen, Frau Müller. Und ich habe hier Ihre Kündigung. Sie müssen nur noch unterschreiben. Danke Ihnen, Frau Müller. Und ich habe hier Ihre Kündigung. Sie müssen nur noch unterschreiben. Was ist das Problem? Habe ich etwas falsch gemacht? Was ist das Problem? Habe ich etwas falsch gemacht? Nicht etwas, sondern alles. Erinnern Sie sich an das Angebot, das wir zusammen erstellt haben? Nicht etwas, sondern alles. Erinnern Sie sich an das Angebot, das wir zusammen erstellt haben? Ja, sicher. Und ich habe es auch sofort zu der Partnerfirma geschickt. Ja, sicher. Und ich habe es auch sofort zu der Partnerfirma geschickt. Aber Sie sollten mit niemandem darüber reden. Hatte ich das nicht betont? Aber Sie sollten mit niemandem darüber reden. Hatte ich das nicht betont? Doch, Sie hatten. Doch, Sie hatten. Wer weiß noch von diesem Angebot? Mit wem haben Sie darüber gesprochen? Wer weiß noch von diesem Angebot? Mit wem haben Sie darüber gesprochen? Niemand außer meine Mitbewohnerin. Niemand außer meine Mitbewohnerin. Das ist etwas, was Sie nicht tun dürften. Ihre Mitbewohnerin ist die Person, die das Angebot bei der Partnerfirma erhalten hat und uns die Zusammenarbeit versaut hat. Das ist etwas, was Sie nicht tun dürften. Ihre Mitbewohnerin ist die Person, die das Angebot bei der Partnerfirma erhalten hat und uns die Zusammenarbeit versaut hat. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Ihre Mitbewohnerin hat seit einem Monat eine neue Arbeitsstelle.
Sie hat unsere Prozente den Partnern gezeigt, was uns zu Probleme gebracht hat. Ihre Mitbewohnerin hat seit einem Monat eine neue Arbeitsstelle. Sie hat unsere Prozente den Partnern gezeigt, was uns zu Probleme gebracht hat. Das habe ich leider nicht gewusst. Sie müssen mir verzeihen. Ich flehe Sie an. Das habe ich leider nicht gewusst. Sie müssen mir verzeihen. Ich flehe Sie an. Ich muss Ihnen nur die Kündigung überreichen und Sie sollten sie bitte unterschreiben. Ich muss Ihnen nur die Kündigung überreichen und Sie sollten sie bitte unterschreiben. Ich werde versuchen, diese Sache in Ordnung zu bringen. Ich werde versuchen, diese Sache in Ordnung zu bringen. Sie können machen, was Sie wollen. Die Zusammenarbeit ist sowieso geplatzt. Bitte unterschreiben Sie und verlassen Sie das Gebäude. Sie können machen, was Sie wollen. Die Zusammenarbeit ist sowieso geplatzt. Bitte unterschreiben Sie und verlassen Sie das Gebäude. Frage 1. Wer soll zum Direktor kommen? Die neue Angestellte. Der Fahrer. Die alte Angestellte. Die Sekretärin. Frage 2. Was soll sie mitbringen? Ihren Laptop. Ihre Tasche. Ihr Notizbuch. Ihre Brille. Frage 3. Was bekommt sie von dem Direktor? Eine Kündigung. Eine Gehaltserhöhung. Einen Bonus. Einen Vertrag. Frage 4. Was hat sie falsch gemacht? Sie hat eine falsche Berechnung gemacht. Sie hat nicht genug gearbeitet. Sie hat gestohlen. Sie hat vertrauliche Informationen weitergegeben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keine Videos verpassen. Auf Wiedersehen.